Willkommen bei meinem ersten Livestream. Und es geht darum, dass das Telefon schon gleich wieder gebimmelt hat. Also das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem Webinar. Und das ist heute der Anfang der verschiedenen Abende, die ich dann machen werde. Und ich muss mal kurz schauen, ob alles in Ordnung ist, weil, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Ganze veranstalte und dass ich das mache. Darum schaue ich manchmal auch noch da oben in meinen Monitor. Also ihr mögt mir verzeihen. Also das heißt, es gibt jetzt aber ein bisschen die Präliminarien. Ansonsten ist es so, falls irgendwas nicht passen sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare, die da laufen. Okay, das ist jetzt eigentlich der Wahnsinn, was jetzt heute passiert. Also, als allererstes möchte ich mich erstmal bedanken dafür, dass heute so viel passiert ist online. Also das heißt, dass es geteilt wurde von den verschiedensten Institutionen, wie zum Beispiel dem Akthof und auch der Malakademie Wildkogel. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dann über diese Kanäle auch noch Zuschauer dabei sind. Und ansonsten, alles super. Okay, freut mich. Ich muss ab und zu mal schauen, dass alles irgendwie läuft, weil es ist dann komisch, wenn man keine Ansprache hat. Aber auf jeden Fall danke ich dann auch den anderen, die geteilt haben, geliked haben und auch so wunderbar kommentiert haben. Natürlich auch die lustigen Kommentare, wie, ja, dass ich jetzt der Bob Ross von Wien werde. Schauen wir mal, das werden wir dann nächste Woche sehen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, möchte ich mich mal vorstellen, denn wie gesagt, Namen kann ich mal sparen. Ich bin der Stefan Nützel, habe mir nicht gespart. Und ich bin freischaffender Maler in Wien lebend. Und in dem Falle ist es dann auch so, dass ich zusätzlich dazu noch Dozent bin an verschiedenen Malakademien in österreichweit und deutschlandweit. Das kann man dann auch auf meiner Webseite dann sehen. Und in Wien unterrichte ich bei mir im Atelier, da mache ich Atelierkurse. Da jetzt diese Atelierkurse aufgrund der Corona-Krise dann ausgesetzt wurden, ist es so, dass ich, oh, es ist echt wirklich, Multitasking ist echt schwierig, ne? Bob Ross von Wien. Ja, danke schön. Ich muss mal kurz ab und zu, Akthof, super, finde ich total klasse. Okay, auf jeden Fall ist es so, freue ich mich, dass ihr dabei seid und ich habe mir einen wunderbaren Zettel geschrieben, damit ich nicht vergesse, was ich eigentlich machen möchte. Und ich möchte das Ganze natürlich auch jetzt nicht abendfüllend gestalten. Andererseits ist es natürlich so, braucht man manchmal ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Also, ja, dadurch, dass meine Atelierkurse jetzt ausgefallen sind und unter anderem dann eben auch an diesem Wochenende ein Kurs im Akthof gewesen wäre, der im Bayerischen Nationalmuseum auch noch zusätzlich gewesen wäre, was echt richtig cool, eine coole Sache gewesen wäre, ist es so, dass ich mir jetzt überlegt habe, dieses Webinar online zu machen und das jetzt in der Form eigentlich das erste Mal einzurichten. Und freut mich. Und ich werde ab und zu mal auf die Kommentare reagieren. Ich habe da den Rechner stehen. Und ansonsten ist es eben so, dass, diese eine Frage, die, glaube ich, noch nicht wirklich gestellt wurde, aber vielleicht auch im Raum schweben sollte. Das ist so, ich mache dieses Webinar jetzt kostenlos. Also das heißt, ich werde jetzt jeden Mittwoch von um 20.30 Uhr, circa eine Stunde lang, werde ich dann dieses Webinar mit der Gouache-Malerei machen. Gouache-Malerei, kommen wir mal zu dem Thema. Es ist so, dass Gouache-Farbe oder eine andere Bezeichnung ist Deckfarbenmalerei, ist so, dass ich das schon sehr lange mache. Also das heißt, dass... super. Dass ich das schon sehr lange mache und wir haben das sogar in der Schule als Technik verwendet. Nur war das große Problem damals in der Schule, dass uns der Lehrer leider nichts gezeigt hat. Das war die große Problematik und daher war das dann auch für mich in den vielen Jahren, auch in denen ich unterrichte und eigentlich auch, wo ich auch selber mal, war das so, dass es irgendwie eher so Learning by Doing war und damals war es vielleicht auch nicht so, dass man das Internet so gut hatte oder besser gar nicht hatte.
war es dann so, dass ich hergegangen bin und habe versucht, mir die Sachen selber ranzuschaffen. Und das ist auch eine große Motivation, warum ich auch unterrichte, weil die technischen Sachen sind tatsächlich nicht wirklich so das wahnsinnig Aufwendige. Also das heißt, diese Anleitung zu geben, ist der leichtere Teil. Und der andere Teil, ob das jetzt tatsächlich Kunst wird oder nicht, das ist dann die Frage, was ihr draus macht oder was man zu sagen hat. Ja, die Gouache-Malerei hat für mich natürlich auch einen großen Vorteil, denn sie ist transportabel. Die Materialien sind relativ kostengünstig und es ist irgendwie so ein bisschen so eine Weiterführung von der Aquarellmalerei. Weiterführung ist gut gesagt, weil ja eigentlich die Königsdisziplin in dem Fall die Aquarellmalerei wäre. Und da ist es wirklich so, die Problematik bei der Aquarellmalerei ist eben, dass alles offen liegt. Also das heißt, man kann wenig kaschieren. Und für mich ist es so, dass Techniken, die korrigierbar sind, also das heißt, die ich immer wieder übermalen kann, Gouache, Acryl oder die Ölmalerei, sind dann so, dass ich da natürlich einen großen Vorteil habe, dass ich auch anders vorgehen werde. Und das möchte ich dann auch in den nächsten Wochen dann auch zeigen. Ich muss mal kurz mal schauen, was da so sich jetzt noch gibt. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Freue mich. Danke für eure Kommentare erstmal. Die Termine, habe ich ja schon gesagt, das wäre Mittwoch um 20.30 Uhr jede Woche. Und für diejenigen, die eben nicht unbedingt zu dieser Zeit sich dann vor den Rechner und YouTube setzen möchten, ist es so, dass ich die Filme dann nachher dann auch online stelle und man kann sie dann auf meinem Kanal dann nachsehen oder vielleicht auch skippen, falls es einfach zu große Längen sind. Die andere Sache ist, dass ich hier einen Aufruf gemacht habe, dass ihr mir Fotos zukommen lassen solltet. Und jetzt so im Nachhinein bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das so eine wunderbare Idee war. Denn wir sind heutzutage irgendwie so eine Handy-Generation. Und das, was ich jetzt an Fotos zum Teil gekriegt habe, ist einfach so, dass teilweise die Auflösung einfach so klein ist. Und dann ist es mit Handy aufgenommen, extrem gepixelt. Und dann auch noch irgendwelche... Wenn die Ausleuchtung nicht besonders gut ist, ist die Sache natürlich relativ schwierig. Sprich, ich werde trotzdem noch sammeln. Also das heißt, falls ihr wirklich einfach ein gut ausgeleuchtetes Bild habt, mit einer guten Idee, also nicht wirklich 0815 irgendein normales Porträt, weil da habe ich haufenweise selber. Und am Ende, wenn alle Stricke reißen, male ich mich selbst. Ja, deswegen, ihr könnt mir gerne die Bilder zukommen lassen. Aber ich werde es dann jetzt auch so aufbauen, weil der Punkt ist ja natürlich auch, dass die Idee die ist, dass ich die Gouache-Malerei vorstelle und anhand von verschiedensten Motiven dann natürlich unterschiedliche Problematiken zeigen möchte. Denn diese verschiedenen Problematiken sind eben in der Regel, gerade eben bei der gegenständlichen Malerei, vielleicht auch Oberflächenstrukturen oder aber auch unterschiedliche Motive. Sprich, ich gehe jetzt her, mal Porträts, ich mal Figurenbilder, ich mache vielleicht Straßenszenen, ich mache Straßen- oder Stadtlandschaften, normale Landschaften, vielleicht auch Stillleben. Das wird sich jetzt einfach mal zeigen. Ich werde mein ganzes Archiv mal durchforsten an Fotos, die ich als Vorlagen verwenden könnte und werde schauen, dass ich da eine große Bandbreite an Motiven dann für euch finde, damit ich daran anhand dieser Motive dann auch aufzeige, wie man was darstellen kann. Und ein anderer Aspekt wird auch sein, dass ich zeigen möchte, wie unterschiedlich man vorgehen kann. In der Regel ist es so, dass ich relativ guerillamäßig vorgehe und einfach so drauf losmal und Flecken mal. Und das ist einfach auch ein Weg, der mir total viel Spaß macht und nicht unbedingt eine Zeichnung mache. Aber für diejenigen, die jetzt ein bisschen unsicher sind, die Zeichnung brauchen, werde ich auch mal diese Vorgehensweise zeigen. Das heißt, ich werde unterschiedliche Aspekte des Vorgehens, des Startens, des Vollendens machen. Es ist natürlich auch so, dass ich im Endeffekt dann nicht ganz so lang dran malen werde. Also das heißt, ich werde jetzt nicht 3 Stunden an einem Bild malen. Also sprich, schon wieder, ich habe mich wiederholt. Tut mir leid. Wenn man aufgeregt ist, tut man auch ein bisschen faseln. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann das versuche auch zu reduzieren jetzt am Mittwoch und nicht übermäßig lang zu gestalten. Weil 3 Stunden will sich wirklich niemand anschauen. Eine andere Sache ist, dass während dieses Malens, auch jetzt hier, werde ich das auch so aufbauen, dass ich den Rechner dann vielleicht doch neben dem Malen habe, damit ich dann auch immer wieder auf eure Fragen reagieren kann.
Denn falls ihr irgendwie eine technische Frage habt oder was dieses oder jenes angeht, werde ich dann versuchen, darauf einzugehen. Und das Letzte, und das ist jetzt eine Sache, die im Raum stehen bleiben wird, und das kann ich natürlich auch im Laufe der Zeit jetzt auch ganz gut entscheiden, ist natürlich, dass ich möchte und mein Anliegen, was ich mag, ist natürlich völlig uninteressant, aber warum ich das Ganze natürlich auch mache, ist, dass ihr vielleicht die Zeit nutzt und euren Malkasten rausnehmt. Denn ihr habt jetzt Zeit, und falls euch langweilig sein sollte oder Fahrt im Schädel, dann ist es so, dann setzt euch hin und malt was. Und diese Sache mit diesem Webinar sollte euch dazu vielleicht animieren oder inspirieren, dass ihr was macht. Und wenn ihr dann was gemacht habt, möchte ich euch die Möglichkeit bieten, dann immer wieder mal zwischendrin mir eure Bilder zu schicken, und ich werde dann vielleicht auch einen Livestream machen, wo ich dann eure Bilder besprechen werde. Und werde dann auch vielleicht so eine Art Online-Kritik geben, wovon ihr natürlich dann auch, wie diejenigen, die Kurse besuchen, auch wissen, dass es recht hilfreich ist, dass man eben die Möglichkeit hat, auch das zu sehen, was andere machen. Und manchmal ist es auch so ganz wunderbar, dass man sieht, wie andere die Fehler für einen selber machen. Und man muss sie nicht machen. Und wie schon der gute alte Einstein immer so schön gesagt hat, warum es dumm ist, immer wieder die gleichen Fehler zu machen, weil es so viele andere gibt. Also, wobei natürlich Fehler wollen wir mal dahingestellt lassen. Ja, also, super. Also, Grüße erstmal auch. Also, ich werde jetzt mal kurz noch mal über den Chat schauen. Ich freue mich natürlich über euch, die ihr da zuschaut. Es sind echt richtig viele Leute, kann man sagen. Also, ich bin extremst begeistert. Und natürlich Grüße in alle Länder. Also, vornehmlich Deutschland, Österreich. Aber es ist auch ein Kanadier in Indien dabei. Hey, Andrew. Und dementsprechend ist es so, dass ich eigentlich mit der Webinarbeschreibung zu Ende bin und gleich eigentlich zum nächsten Teil komme, nämlich zu den Materialien, die ich hier schon so wunderbar aufgebaut habe hinter mir. Und da kann ich jetzt auch mal den Zettel wegnehmen. Und wir sind jetzt eigentlich auch schon 12 Minuten im Stream. Und jetzt ist es auch so, dass ich das Ganze auch heute Abend nicht so übermäßig lang gestalten möchte. Also das heißt, ich habe jetzt mal irgendwie so eine halbe Stunde plus minus anvisiert, aber wie gesagt, ich habe gestern mal den Test gemacht und mein Freund Andrew hat es so wunderbar kommentiert, hat gesagt, wie ich das geschafft habe, über 22 Minuten zu reden, ohne irgendwas zu sagen. Also insofern, ich würde es jetzt fast noch toppen. Die Sache ist die, ich kann auch reden, ohne mein Gehirn zu benutzen. Und aber um zum Thema zu kommen, es ist so, warum ich hier natürlich auch die Gouache-Malerei verwenden möchte, ist, dass es eine relativ einfache Technik ist und wir sie in der Regel alle schon kennen. Denn wir haben vielleicht sogar, oder wenn ihr dann so kühn seid, dann den Malkasten von euren Kindern zu entwenden, haben wir hier einen Carandage Gouache Malkasten, aber das ist in dem Fall natürlich der Wasserfarbmalkasten, also den die Schweizer hier unter Carandage kennen und die Deutschen unter Pelikan. Und die Österreicher halt und dann Jolly-Malkasten. Ne? Also das heißt, diese Malkästen, wenn ihr die daheim haben solltet, ist eurem Glück, oder besser gesagt, steht eurem Glück nichts im Wege. Das Einzige, was ihr natürlich bräuchtet, wäre eine größere Menge an Deckweiß. Weil es ist so, dass dort in den Kästen, in den Kästen meistens diese Mini-Mikro-Deckweißfarbe drin ist, mit der man nicht wirklich einen Start macht, also die ist jetzt schon fast aufgebraucht und so. Also ist es aber so, das ist so, dass ihr diese Farben, die Sortierung, die kleine Sortierung, ihr braucht jetzt eigentlich nicht unbedingt 24 Farben oder irgend sowas. Und super, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall ist es so, mein Kasten schaut so aus. Und das ist so ein käuflicher Plastikmalkasten. Und das Coole an diesem Ding ist, ich mache es nochmal, dass ihr es besser seht. Und dann kann ich wie ein richtiger Künstler das Ganze so halten. Ja, es ist so, dass ich den Kasten auch wirklich schon lange im Betrieb habe. Und ich habe da interessanterweise nämlich dann, wie ihr sehen könnt, immer zwei Felder von dem Gelb. Und das ist in dem Fall Gouache und in dem Fall ist es Aquarell. Also ich verwende diese Kästen für beides. Und
Vom Prinzip her, wenn man jetzt so vorgeht, es gibt einige Leute, die verwenden die Aquarellfarbe mit Deckweiß, um dann Gouache draus zu fabrizieren. Geht auch, ist natürlich ein bisschen teurer. Und die Gouachefarbe an sich hat ein bisschen eine andere Anmutung. Sie ist kreidiger und matter. Das zeige ich euch später noch. Das heißt, ich habe hier den Malkasten, den habe ich mir eben mit diesen flüssigen Farben gefüllt. Und das ist die Art und Weise, wie ich arbeite, weil ich eben dann schon mit diesen Farben dann da arbeite. Und das sind von Lascaux diese Gouache-Farben. Die gibt es in dieser Flasche und das sind 85 Milliliter. In der Regel ist es eben so, dass die Farben in kleineren Tuben kommen, in 20 Milliliter Tuben oder es gibt diese China-Fabrikate. Und dementsprechend ist es so, dass ich halt auf Lascaux gehe und ich bin irgendwie schon seit vielen Jahren ein großer Lascaux-Fan. Also ich habe auch viel die Lascaux-Acrylfarben verwendet und es ist wirklich eine gute Qualität. Das Interessante daran ist eben auch, dass sie irgendwie nicht rumscheißen mit irgendwelchen komischen Farbbezeichnungen. Sie hauen da einfach die Bezeichnung Ocker drauf und geht schon, oder hier dunkelbraun, also von wegen, welches Pigment da drin sein sollte. Aber es tut, oder besser gesagt, das funktioniert hervorragend. Ultramarinblau. Und um auf die Palette zu kommen, ist es so, könnt ihr jetzt auch hier schon sehen, ist es so, dass ich wie in jeder Technik, die ich verwende, ist es so, fast jeder, also in dem Fall natürlich die, wo es Farben gibt, ob es jetzt Aquarell ist, Öl oder Acryl, verwende ich fast die gleiche Palette. Sprich, die doppelten Primärfarben. Also das heißt, ich habe von jeder Farbe, also von jeder Primärfarbe, habe ich eine kühle Version und eine warme Version. Das heißt, ich habe hier ein Cadmium-Gelb hell, einen lichten Ocker, ich habe hier ein Cadmium-Rot und ein Zinnoberrot, dann ein Kaminrot. Das ist hier die Sonderfarbe, die ist das Braun, das werde ich noch erklären, warum ich das verwende. Ein dunkles Braun, da könnte man beim Ölmalen, verwende ich da Ombre gebrannt, Ultramarinblau und Phthaloblau. Das heißt, ich habe jetzt hier diese sechs Primärfarben, also das heißt immer doppelt und natürlich einen ordentlichen Bottich Weiß. Das ist so die Sache. Ich muss mal kurz schauen. Dankeschön. Ach, diese Komplimente, ich wäre ganz, ganz eitel, dass ich so gut ausschaue. Okay, Spaß beiseite. Ja, das ist so. Malkasten könnt ihr, oh, ich darf nicht so schreien, Malkasten könnt ihr den verwenden. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr die Tubenfarben habt, könnt ihr die da reingeben. Nächste Sache sind die Pinsel. Da ist es so, da werde ich natürlich dann auch in den Demos nochmal drauf kommen, dass ich da Synthetikpinsel verwende. Und diese Synthetikpinsel, das sind hier solche, die heißen Brislon, heißen die, von Bösner sind die. Und die gibt es von Da Vinci, die gibt es von allen. Ich mag die halt besonders gern, weil die halt eben für diese Nasstechniken ganz gut sind, weil die nicht so aufquellen wie Naturhaare. Also das heißt, ob das jetzt Rindshaare sind oder Borsten. Borsten verhalten sich ein bisschen eigenartig. Ist es so, dass ich in der Regel eben diese Synthetikpinsel nehme und ich nehme auch diese Pinsel, die Flachpinsel sind, mit relativ langen Haaren. Also das ist irgendwie so die Sache. Und bevor die dann zum Beispiel, wenn ich die immer sauber mache, ist es so, klebe ich die dann immer zusammen mit der Seife. Aber das ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein Thema, das ist relativ uninteressant. Ich habe verschiedene Größen, die ich verwende. Und man könnte auch diese orangen Synthetikpinsel verwenden, die funktionieren auch gut. Aber tatsächlich ist es so, whatever works. Also es ist eben auch so, ob ihr euch, also die Sache ist auch immer die, was immer der Irrglaube ist, wenn man jetzt dann sich von irgendjemandem dann irgendwelche Materialien nachkauft, ob das jetzt die Pinsel sind, die Leute verwenden oder die Farben. Das solltet ihr immer dran denken, ihr solltet euch lieber das Gehirn desjenigen kaufen, weil das ist das, wodurch das entsteht und nicht das Handwerkszeug. Also sprich, ich zeige euch, wie ich mit den Pinseln male und umgehe und das ist halt eben von mir eine Präferenz und ihr könnt es ausprobieren. Ihr könnt aber irgendwas nehmen, was ihr habt, was für euch gut funktioniert. Oder eben, dass ihr einfach auch mal was erweitert. Das hier ist auch nicht unmaßgeblich. Das ist auch von Carandage. Irgendwie bin ich ein ziemlicher Fanboy. Also obwohl ich jetzt von dieser Firma gar nicht gesponsert werde, ist es so, das ist jetzt einfach nur so ein Wassersprüher. Den braucht man natürlich, dass die Farben, diese nassen Farben, nicht permanent eintrocknen, weil dann muss man sie immer so stark anlösen. Dann habe ich hier noch einen Wasserbehälter und das Wichtigste, das hatte ich gestern schon bei der Generalprobe, ein Wodka Tonic. Also so viel zur politischen Korrektheit und im Gesund bleiben. Also ganz ohne Alkohol, ich weiß es nicht. Aber
Ihr solltet verantwortungsvoll trinken, wie es so schön heißt. Ja, der letzte Aspekt, den ich noch habe, das ist natürlich das Papier. Und hier habe ich schon mal so ein Papier aufgeklebt. Ich werde eben die einzelnen Blätter, dadurch, dass wir mit Nasstechniken arbeiten, ist es so, dass ich meine Blätter aufklebe. Und es hat dann auch diesen netten Effekt, dass dann drumherum dieser hervorragende Rand entsteht, den ich ziemlich schick finde. Dankeschön. Ja, Prösterchen, wie wir sagen würden. Das heißt natürlich, wir brauchen ein Kreppband. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Aquarellblock habt, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, den Aquarellblock zu nehmen. Und ich würde euch jetzt nicht unbedingt raten, auf weißes Papier zu malen, aber da kann ich auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht arbeite ich mal auf weißem Papier, auf dem Aquarellpapier und zeige euch, wie ich dann... doch, Alkohol ist manchmal eine Lösung, kann man sagen, aber nicht immer. Und das heißt, ich habe hier so ein relativ starkes Papier. Das ist ein No-Name-Recycling-Papier, das ich beim Gerstecker gekauft habe. Ich muss trotzdem wieder Name-Dropping machen, aber unterstützt die lokalen Farbenhändler und Läden. Aber jetzt habt ihr natürlich das Problem, dass wahrscheinlich nur Bösen und Gerstecker ausliefern, weil die groß genug sind und ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht und so. Aber auf jeden Fall, ihr hört schon, ziemlich starkes Papier. Und ein anderes Papier, das ich in der letzten Zeit schätzen gelernt habe, ist hier dieses... von Claire Fontaine heißt die Firma, glaube ich. Und das ist 250 Gramm. Und das wäre eigentlich auch so eine Sache, dass es schon relativ wichtig ist, jetzt nicht auf Papier zu arbeiten, das unter 200 Gramm ist. Weil ihr die Wellen dann teilweise einfach kaum rauskriegt. Und bei 250 Gramm ist es so, dass ihr, falls das Papier auch mal gewellt sein sollte, ihr müsst es nicht einmal unbedingt aufkleben, habt ihr die Möglichkeit, das dann wieder zu pressen und glatt zu kriegen. Aber das ist auf jeden Fall ein Papier. Das gibt es mittlerweile eben in so beige, Naturfarben und in grau. Beides ist ziemlich cool. In weiß gibt es es sogar, glaube ich, auch. Und es ist, wie man schon sieht, es ist optimal für alle Farbtechniken. Kann ich nur empfehlen. Habe ich in zwei verschiedenen Größen, in A4 und in A3. Ja, ansonsten wären es dann die Materialien, die ich da verwenden werde. Und ja, es wäre natürlich super, wenn ihr das auch nutzen würdet und auch die Farben in die Hand nehmt und die Pinsel und dann das Malen anfangt. Ja, die Motive habe ich schon angesprochen, dass ich dann hier eben auch auf der Staffelei, die jetzt hier hinten ist, da werde ich dann immer meine Vorlagen haben oder in dem Fall werde ich dann sogar zum Teil einfach vom iPad malen, weil das ist immer eigentlich auch eine ganz gute Geschichte, dass man, wenn man so ein Tablet hat, hat man eben den Vorteil, dass man so einen ganzen Fundus an Motiven mit sich herumtragen kann und natürlich schnell einen Zugriff drauf hat. Eine andere Sache ist eben, ich habe mir natürlich auch überlegt, bei den Motiven was zu machen, was vielleicht ein bisschen populärer ist, aber ich habe dann wieder Abstand davon genommen, weil ich mich ja in meinen Videos vorher schon auch so gegen Fanart gewendet habe und deswegen will ich keine Celebrities malen und meine Überlegung war eben dann, verschiedenste Motive zu machen und hier ist es so, das ist das, was ich jetzt angesprochen habe, ich habe jetzt hier eben eine von den Gouachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe und die ist live angefangen und von der Fotografie dann fertig gemacht worden und da seht ihr jetzt auch, wie ich das dann abgeklebt habe. Whoopsie. Bei der nächsten ist es so, da sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen am Rand, ich muss mal kurz hochgehen, ups, mein Gesicht abdecken, seht ihr am Rand, da habe ich dann schon angefangen gehabt, ohne dass ich's aufgeklebt hatte und dann habe ich es noch einmal aufgeklebt, um das ganze Ding dann plan zu halten. Und das ist jetzt dieses andere Papier, das ich da vom Gerstecker hatte, das relativ stark ist. Ne? Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich da auch nach einem Foto gearbeitet habe und ich werde jetzt nicht zu viele Akte machen, damit ihr jetzt nicht abgeschreckt seid. Also das heißt, ich werde es dann, wenn ein Akt dabei sein sollte, mache ich einen verdeckten Akt, weil wir müssen es ja jugendfrei halten, sonst kann ich es nicht auf Instagram, Facebook und YouTube posten. Aber was halt eigentlich so eine coole Sache ist, das werdet ihr dann auch sehen, dass hier oben dann, es sind dann so diese Strukturen, die da entstehen. Das ist was ganz Wunderbares, was die Gouache-Malerei machen kann, nämlich, dass man sie sogar pastos verwenden kann. Also das heißt, hier in dem Bild gibt es fast keine Stelle, wo die Farbe transparent verwendet wurde. Im Gegensatz zu diesem Bild. Da ist es so, dass
dass jetzt der Anfang war so, das kann man jetzt hier in der Ecke sehen, dass es so ist, dass da oben, andersrum, da oben, ups, hier oben, es ist alles andersrum, kann man das dann ganz gut sehen, dass ich mit, wie soll ich sagen, sehr verdünnter Farbe angefangen habe und habe dann auch immer wieder drüber gearbeitet. Und das ist aber auch eine Sache, die werde ich euch dann auch erklären. Das ist ein bisschen die Sache, die die Gouache-Malerei manchmal schwierig macht, nämlich, dass die Farbe beim Trocknen sich sehr stark verändert. Das heißt, die Farbe ist im nassen Zustand, ist relativ dunkel und saturiert. Und dann, wenn sie trocknet, wird sie viel blasser auftrocknen. Also, und das ist eine Sache, die ganz schwierig ist einzuschätzen. Aber der große Vorteil, ist, dass ich dann die Möglichkeit habe, manchmal die Farbe nochmal anzulösen und dann auch manchmal weichere Übergänge zu machen. Also das heißt, falls mir jetzt zum Beispiel bestimmte Übergänge zu hart erscheinen, habe ich die Möglichkeit, die dann ineinander zu malen. Und falls die Pinselstriche stehen bleiben, und ich kann es eben entscheiden, ob ich sie stehen bleiben lassen möchte oder nicht. Das Bild solltet ihr kennen von Social Medias, weil ich es jetzt vor kurzem gepostet habe. Carina schreibt, die eine oder andere Landschaft wäre cool. Das habe ich schon eingangs gesagt, also ich werde verschiedenste Motive machen. Also ich werde Landschaften machen, ich werde Menschen machen, ich werde Stadtlandschaften machen. Also ich werde irgendwie im Endeffekt viele Motive machen, die Bandbreite aufzeigen und auch natürlich eine unterschiedliche Vorgehensweise dann auch noch aufzeigen. Das ist so die Sache. Und das Delio schreibt halt vom Dunkeln ins Hellen. Ja, also das ist ja grundsätzlich so, dass Deckfarbenmalerei, egal welche, ob es jetzt Öl oder Acryl ist, ist so, dass es immer vom Dunklen ins Helle gearbeitet wird. Und das ist im Gegensatz zum Aquarell, wo ich jetzt eben leicht anfange und das Ganze dann immer dunkler mache, ist es so, dass ich grundsätzlich dunkel anfange und ins Licht gehe. Wobei ich aber sagen muss, dass ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten habe. Ich werde jetzt auch zeigen, dass ich jetzt auf einem dunklen Karton oder besser gesagt auf einem getönten, Entschuldigung, ich musste meine Kehle befeuchten. Auf einem getönten Karton kann ich natürlich mit dem Bild, also mit dem Papierton spielen. Werde ich vielleicht auch mal machen. Also ihr kennt sicherlich diese Bilder von Toulouse-Lautrec oder von Degas, die ganz viel auf so getönte Kartons gearbeitet haben, wo sie viel von dem Karton haben stehen haben lassen. Also das heißt, das wird sowas sein. Die andere Sache ist auch noch das, also solange wir jetzt noch online sind, möchte ich euch noch bitten, dass ihr vielleicht noch irgendwelche, falls ihr Fragen habt, schreibt es noch rein, weil ich näher mich dem Ende. Ich tue jetzt gerade noch ein bisschen Zeit schinden. Und und es ist dann so, dass ich von den Motiven her, die sind schon angesprochen, also das heißt, da ist jetzt auch noch Porträt, werde ich sicherlich machen, weil das ist natürlich eins meiner Hauptdinge, aber ich werde wirklich querbeet machen, weil ich über die Jahre hinweg verschiedenste Motive gemacht habe. Also ein Ding waren ja auch Interieurs, die ich gemacht habe. Stillleben werde ich nicht auslassen, Landschaft werde ich nicht auslassen. Der Karl Weltwitz fragt, ob man Gouachen firnisst. Ja, das kann man. Es gibt sogar ein Gouache-Firnis. Nur die Problematik dabei ist, dass sich dann die Oberflächenanmutung sehr stark verändert. Und gerade das Schicke bei der Gouache ist so, dass er dieses Samtige hat, das keine andere Farbe hat. Oder besser gesagt, doch dieses Samtige hat, das eine andere Farbe noch ein bisschen extremer hat, nämlich das Pastell. Und das bedeutet, dass diese Farbintensität so ist, dass, und da müsste ich jetzt wieder klugscheißern, ist es so, dass die, jetzt habe ich meinen Faden verloren, die Farbintensität des Pastell ist so, und das wäre jetzt irgendwie, würde zu weit führen, der Unterschied zur Ölmalerei und der Pastellmalerei ist, dass die Ölmalerei Tiefenlicht hat und die Pastellmalerei Oberflächenlicht. Also das heißt, das Licht, das trifft aufs Pigment und wird reflektiert bei der Pastellmalerei. Und bei der Ölmalerei ist es so, dass das Licht durch das Öl muss und dann aufs Pigment trifft und dann wieder reflektiert wird. Das nennt man Tiefenlicht. Und bei der Gouache, das ist so, dass da das Bindemittel, dieses Gummi Arabicum, so ist, dass das so wenig Einfluss nimmt oder einfach nur so gut ist, dass es das Pigment auf der Oberfläche bindet und man dann trotzdem so diese ähnliche Anmutung hat, die jetzt auch eine Pastellmalerei haben kann. Vor allen Dingen, wenn ich eben Oberflächen schaffe, die ein bisschen pastoser sind. Und das werde ich auch zeigen. Weil das ist auch so eine Geschichte,
die eigentlich auch immer wieder der Fall ist, dass ich ganz allgemein sagen würde, dass ein, wenn man das mal so salopp sagen könnte, ein Anfängerfehler der ist, dass man zu wenig Farbe nimmt. Und je weiter man in dem Bild ist, desto ängstlicher wird man mit seinem Farbauftrag. Sprich, man fängt dann das Rumrubbeln an. Bei der Ölmalerei ist es ganz tödlich, weil man dann seine Oberfläche zu Tode streichelt. Aber bei allem eigentlich wird man immer zaghafter, je weiter man geht. Eine andere Frage habe ich jetzt gerade. Welches Thema kommt beim nächsten Mal? Das weiß ich noch gar nicht. Lasst euch überraschen. Ne? Die andere Sache ist, ich hatte da, genau, die Trockenzeit ist so, die ist äußerst rapide. Also das ist so, es ist kürzer als zum Teil bei der Aquarellmalerei. Weil bei der Aquarellmalerei ist es so, dass halt eben mehr Wasser drin ist. Und jetzt, wenn ich ein gutes Aquarellpapier habe, dann ist dieses Aquarell manchmal Papier, das Aquarellpapier manchmal, wie soll ich sagen, mit Wasser gesättigt. Und es dauert relativ lang, bis dieses Wasser dann aus dem Papier verdunstet und somit die Farbe trocknet. Und bei der Gouache-Malerei, je weiter ich mal, desto trockener wird diese Farbe und desto schneller trocknet sie auch. Also das heißt, es ist eine super, super schnelle Technik, auch wenn es jetzt eine wässrige Technik ist. Trockenzeit. Den Unterschied zwischen Acryl, Studio Works fragt, kannst du den Unterschied zwischen Acryl und Gouache erklären? Warum sollte ich die nutzen? Ja, in dem Fall, ja, das ist trotzdem eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil da kann ich nur auf ein Video verweisen von mir, der Unterschied zwischen Öl und Acrylfarbe, und da beschreibe ich auch die Qualitäten der Acrylfarbe oder die Stärken und die Schwächen. Und das wäre jetzt ein bisschen was Ähnliches, nämlich auch im Hinblick darauf, dass die Acrylfarbe, also für mich wirklich zwei große Faktoren, warum die Acrylfarbe mir nicht ganz so sympathisch ist. Das ist einerseits natürlich diese Tonwertänderung, die ich natürlich auch bei der Gouache-Farbe habe, beim Trocknen, die relativ schwierig ist. Und das kann ich aber kompensieren, und das mache ich natürlich auch bei der Gouache-Farbe, indem ich das dann schon antizipiere. Das ist mein Lieblingsfremdwort. Also das heißt, ich weiß dann nach einer gewissen Erfahrung, wie stark sich die Farbe verändert. Das werdet ihr auch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Hintergrund reinmalen möchte. Ups, jetzt ist es abgeschmiert. Wenn ich in den Hintergrund reinmalen möchte und möchte, dass diese Tonwerte relativ dicht beieinander sind, und ich male jetzt mit der Farbe drauf und es ist in dem Fall zu dunkel, dann werde ich dann einfach sehen, dass es nicht passen wird. Das sehe ich dann von vornherein. Und das kann man dann mittlerweile rauskriegen. Und die andere Sache, die bei der Acrylfarbe sehr unangenehm ist für mich, das ist, dass er ausschaut wie Plastik. Im unangenehmsten Falle. So die Oberflächenanmutung. Und die Farbanmutung hat auch irgendwie sowas Komisches. Der Vorteil, der große Vorteil bei der Gouache ist, dass er extrem portabel ist. Also sprich, dieser Kasten, den könnt ihr irgendwo einpacken, mit einem Block, das heißt, diesen Block, da müsst ihr das gar nicht mal aufziehen, das könnt ihr einfach ganz locker so mitnehmen, oder einen kleinen Aquarellblock. Die Pinsel sind klein, und der andere Vorteil ist, dass ich die Farbe immer wieder mal anlösen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Tonwerte nicht so hundertprozentig getroffen habe, also das heißt, ich habe jetzt so zu viele Kanten, kann ich im Nachhinein nochmal hingehen und kann die egalisieren. Und das kann ich bei der Acrylfarbe nimmer. Das ist so eine Sache. Also das heißt, Portabilität. Es ist auch so, vielleicht auch für die Hausfrauen unter uns, ist es so, dass der große Vorteil auch natürlich der Gouache-Farbe ist. Wenn ich jetzt hier irgendwas versauen sollte, sprich mich, Boden oder sonst irgendwas, kann ich die Gouache-Farbe super gut wieder wegwaschen. Die Acrylfarbe, was liegt, das biegt. Ne? Und gerade in der Kleidung ist es teilweise echt wirklich schwer rauszukriegen. Da ist die Ölfarbe sogar noch leichter rauszukriegen als die Acrylfarbe. Ja, dann Acryl Gouache, die Carina Bund fragt, welche Pinselhärte ist am besten? Weich wie bei Aquarell, hart wie bei Acryl oder mittel wie bei Öl? Das ist gut. Whatever. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Bossenpinsel nehme und schrubben möchte, dann kann ich den genauso verwenden. Wenn ich jetzt so einen mittleren, das was ich jetzt da verwende, diese Brislon, die sind ein bisschen dazwischen. Und die weichen Haarpinsel, die finde ich jetzt nicht ganz so optimal, weil, das werdet ihr auch sehen, weil die dann zu elastisch sind und sich zu leicht wegbiegen. Und die verwendet man in der Regel eher für die Farbe, wenn sie stärker verdünnt ist. Und das werde ich aber so in der Art und Weise, wie ich mit der Gouache-Farbe mal, nicht unbedingt machen. Das heißt, ich werde relativ viel Farbe verwenden und die auch pastoser oder deckender, damit ich eigentlich auch die Qualität der Gouache-Farbe dann rauskitzel.
Der Kommentar ist auch gut. Der Ned Del Habara sagt, Acryl ist billige Baumwolle, Öl ist qualitativ hochwertige Seide. Würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Das ist jetzt so, natürlich jeder Acrylmalerin wird jetzt natürlich aufschreien. Die Problematik bei Acryl, warum die immer so verschrien ist, das ist, weil sehr viele einfach diese Billig-Acrylfarben verwenden. Also wenn ich jetzt die Triton von Kreuel nehme, das sind Wandabtönfarben. Die sind einfach nicht gut pigmentiert und total verschnitten. Wenn ich aber natürlich gute Qualitäten wie von Lascaux oder von allen Farbherstellern, die Künstlerqualitäten herstellen, dann ist es schon eine andere Hausnummer. Und wie gesagt, die Kunst der 60er Jahre zeigt, wie viele tolle Arbeiten mit Acrylfarben gemacht wurden, die, wenn man jetzt den Kunstmarkt, der jetzt irrelevant ist, als Beispiel nimmt, trotzdem gehandelt werden. Der gute alte David Hockney hat viel mit Acryl gemacht und hat echt richtig tolle Bilder mitgemacht. Es ist kein qualitativer Unterschied und es ist im Endeffekt auch ein persönlicher Unterschied oder eine persönliche Präferenz, die man hat. Genau, also die Jeanette Stein sagt, Gouache ist samtig, Acryl ist krass hart. Und das stimmt auch ein bisschen. Also weil selbst eben durch dieses schnelle Auftrocknen der Gouache, ist es so, dass selbst diese harten Kanten immer noch ein bisschen moderater ausschauen als jetzt bei der Acrylfarbe. Aber das kann man bei der Acrylfarbe auch gut kompensieren. Habara. Ja, ansonsten habe ich jetzt sonst noch was? Der rechte Kaktus? Okay, ich werde mich um die Dekoration vielleicht noch kümmern. Das ist super. Landschaften, ja genau, nackte Frauen gibt es nicht nur. Also das ist so, ich habe halt jetzt die Beispiele da gehabt. Also ich hätte jetzt auch noch, ich habe vor vielen Jahren, ich kann dir auch das nächste Mal zeigen, ich habe vor vielen Jahren, habe ich im Naturhistorischen Museum viel Gouache gemalt. Und das war eigentlich eine Sache, dass ich da auch, wiederum, das wäre ein anderer Vorteil, dass ich da auch mit Farbe malen konnte, ohne dass ich jetzt große Probleme bekommen habe von den Aufsehern. Weil wenn ich jetzt meine Ölausrüstung aufgebaut hätte mit Staffelei und das Ganze, da habe ich eine Genehmigung gebraucht. Und da ist es so, dass ich einfach so einen kleinen Gouache-Kasten einfach ganz locker mal rausziehen kann mit ganz wenigen Farben. Das ist so die Sache. Alkohol ist keine Lösung. Ja. Innere Desinfektion. Sehr schön. Okay. Super. Mal schauen, ob es noch eine Frage gibt. Was? Man sollte es auch mal mit... Ja. Ja, Norbert von Bertoldi hat natürlich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist natürlich, das wäre einer meiner Hauptkritikpunkte auch der Acrylmalerei und natürlich auch beim meisten, und das ist natürlich auch eine große Hürde, das ist das Mischen. Und natürlich, wenn ihr jetzt mal bei Acrylmalkursen schon mal wart, dann kommen die meisten Leute mit diesen Tragekisten voller Acrylfarben an. Und die haben wirklich von jedem Grün und von jedem Rot, von jedem Gelb, von jedem Blau sämtliche Farbtöne und sparen sich dadurch natürlich auch ein bisschen das Mischen. Das ist natürlich so eine Sache. Drum ist es auch so, wenn ihr Interesse habt, kann ich einfach auch mal hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach die eine Demonstration nur mit den drei Grundfarben und schau mal, wie weit ich komme. Eben auch zu kompensieren, wenn ich jetzt an eine bestimmte Farbe drankomme, dass ich dann so annähernd drankomme und dass ich mich um den Tonwert kümmere. Das ist so eine Sache. Das ist zum Beispiel auch sicherlich einfach noch ein Ansatz. Das Mischen und Farbe an sich ist natürlich ein großes Thema. Also das ist so die... Nee. Andrew, well, no, not tonight. I'm not gonna paint tonight. This is only the introduction into the materials and frequently asked questions, as you might put it. Ja, das ist die eine Sache. Also ich glaube, dass ich das Technische alles relativ gut abgehandelt habe. Also das heißt, die Materialien. All diese anderen Fragen, die euch jetzt noch kommen werden, könnt ihr natürlich dann auch noch stellen. Also die Sache ist die, heute war eigentlich auch gar nicht geplant zu malen, weil ich wollte mir das gar nicht antun. Ich muss es dann alles umbauen, falls ich euch das jetzt erklären sollte. Weil ich müsste es dann umbauen, dass natürlich ihr die Leinwand besser sieht und seht, oder besser gesagt den Maluntergrund. Und die andere Sache war auch die, dass ich heute das erste Mal den Stream in der Form mache. Und da war das dann auch so, falls das jetzt auch schief gehen hätte können, wäre das denn jetzt eigentlich so eine Sache, dass es nicht während des Malens ist, wo ich mich dann überhaupt nicht um irgendwelche technischen Sachen kümmern kann. Also das wäre jetzt die Erklärung. Und ja,
Okay, Gouache-Farben im mittleren Preissegment. Liquitex ist sehr teuer. Nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also, das ist so, die Liquitex, die sind, dadurch, dass sie so groß sind, sind sie relativ teuer. Aber ihr habt eben bei Schminke auch zum Beispiel diese HKS-Tempera oder Gouache und die Künstler-Gouache. Da habt ihr auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Also, das ist so, es gibt natürlich Halbliter-Gouachen auch. Das sind so diese Fingerfarben, die für die Kindermalkurse verwendet werden. Also da habt ihr die ganze Bandbreite, was es ist. Also da ist es so, nehmt das, was ihr habt. Ich kann gern noch mal irgendwie drüber reden, über die verschiedenen Qualitäten, aber das ist eigentlich bei den Farben nicht ganz so super. Also die Gouache würde man auch eher als Studienqualität ansiedeln, denn die richtigen Künstlerqualitäten haben dann eben Cadmiumgelb und Cadmiumrot drin und diese Pigmente und so. Ne? Ja, abschließend, also ich sehe gerade, ein paar sind dazugekommen, ein paar sind weggefallen. Und damit ich eure Konzentration und eure Aufmerksamkeit nicht weiter überbeanspruche, möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, für die total hervorragenden Fragen. Oh, ich habe jetzt gerade noch eine Frage gekriegt von der Alice. Sollen wir dir nur zusehen oder gleichzeitig mit dir malen? Das wird natürlich ein bisschen schwierig sein, weil ihr natürlich nicht die gleichen Motive habt. Also das ist so die Sache. Und ich glaube natürlich, ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Also das heißt, wenn ihr euer eigenes Motiv habt und setzt euch daneben und malt, auch gut. Also das heißt, das müsst ihr machen, wie ihr euch das einrichten könnt und so. Ne? Eine andere Frage kommt gerade von Wolfgang Weiß. Aquarellpapier mit Acryl vorgrundieren? Auf keinen Fall. Also keine Acrylgrundierung drunter, sondern ganz normales Papier verwenden. Das ist so die Sache. Und am Mittwoch, nächsten kommenden Mittwoch, ich habe sogar das Datum vergessen, also ich werde es aber dann noch schreiben, also ich bin nicht gut in der Zeitrechnung, ist es so, dass ich um 20:30 Uhr nochmal online gehe. Und abschließend ist es auch so, dass ich versuchen werde, verschiedenste Motive dann auch zu malen. Und aufgrund der momentanen Situation kommt natürlich jetzt dann der andere Aspekt noch zum Tragen. Ich werde jetzt dieses Webinar natürlich kostenlos machen. Und wenn ich dann dieses Bild gemalt habe, dann werde ich dann auch dieses Bild dann auch zum Verkauf anbieten. Und ich werde dann eben einen generellen Preis von 50 € anlegen und werde dann irgendwie so eine Art Silent, so eine stille Auktion machen. Das heißt, ihr könnt mir dann irgendwie ein Angebot schicken. Also wer als allererstes mir mailt, bekommt das Bild. Wer aber natürlich mehr zahlt, der hat natürlich den höheren Zuschlag. Ansonsten ist es eben so, dass ich diese Bilder dann natürlich auch dann noch verkaufen werde, wenn ihr möchtet. Ich schicke euch dann diese Bilder zu. Und ansonsten, Dankeschön, Jeanette, sehr nett. Der Mittwoch ist der 25.3. Also es ist echt wunderbar, wenn man dann irgendwie die Kontonummer. Nee, machen wir jetzt nicht. Das war jetzt wieder ein schlechter Scherz vom Norbert. Huh? Auf jeden Fall, nein, es war ein guter Scherz vom Norbert. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns am Mittwoch, den 25.3. hier aus meinem Wohnzimmer. Und ich will jetzt nicht diese ganzen Slogans mit Stay Safe und das Ganze. Passt auf euch auf. Also man kann es auch auf Deutsch sagen. Okay. Ich habe jetzt sowieso einen Fehler, dass YouTube nicht genügend Videodaten empfängt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. Wir sehen uns und danke fürs Vorbeischauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.